So, hallihallo, nächste Folge Stardew Valley. Wie man sieht, müssen wir heute ein bisschen was auf der Farm machen. Wir haben auf jeden Fall wieder das Zeug aus den Reifefässern, der Honig, die Tiere. Und dann würden wir oder werden wir heute wahrscheinlich nochmal nach Lauch suchen, damit ich da bald mal weiterkomme. Dann schaffe ich das vielleicht noch vor, bevor das Zeug parat ist, was ich angepflanzt habe. Ich habe ja Lauch angepflanzt, also Frühlingssaat angepflanzt, weil da Lauch drin sein kann. Aus notdürftigen Gründen. Aber in dem Fall können wir das wahrscheinlich sein lassen. Beziehungsweise wir kriegen den Lauch eventuell vorher noch hin. Wir gehen auf jeden Fall danach gucken. Hallo, was ist Manfred? Morgen halten wir das Eierfest am Stadtplatz ab. Du solltest zwischen 9 und 14 Uhr vorbeikommen, wenn du teilnehmen willst. Du willst die jährliche Eiersuche sicher nicht verpassen, gesegnete Bürgermeister Louis. Da werden wir auf jeden Fall vorbeigehen. Und auf dem Fest können wir Erdbeeren sammeln. Oder kaufen vielmehr. Dann werde ich morgen 384 Packungen Erdbeeren sammeln. Oder kaufen und dann hier anpflanzen. Weil morgen müsste der Blumenkohl auch fertig sein. Und bis das Stadtfest fertig ist, sind die Junimos wahrscheinlich fertig mit Sammeln. Ich hoffe es zumindest. Das ist der Plan. Ja, wie man sieht, die neue Baby-Ex ist geschlüpft. Ne, ich wollte eigentlich sagen, wie man sieht, die Katze randaliert schon wieder. Wie des Öfteren. Nalu. Das passt. Die Katze heißt Nala und randaliert. Dann nennen wir den Dino jetzt Nalu. So. Die hört halt gerade nicht mehr auf da hinten, ne? Kleine Spinnerin. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann ist das die Nummer 11. Ja, krass, dann ist der Stinoball, genau. Stinodall, ja. Der Stinodall ist dann bald voll. Der Dinostall ist dann bald voll. Geht nicht mehr allzu lang. Dann können wir uns ja den anderen Aufgaben widmen, wie, ups, dem Straußenstall und dem Schweinestall. Wenn der dann geupgradet ist, müssen wir bald noch die restlichen Schweine kaufen bei Mani dann. Das müsste eigentlich in der nächsten, übernächsten, nee, ich glaube in der übernächsten Folge soweit sein, wenn mich nicht alles täuscht. Dann werden wir die Ställe, also voll kaufen mit Tieren und umsortieren, was noch an Tieren da ist, in die richtigen Ställe, weil der Stall wird dann Kühe, Ziegen, der wird Strauße und der wird Schweinestall. Ja, so machen wir das. Oh, meine Stimme. So machen wir das. Hier haben wir schon vier Schweinchen, die wandern dann rüber. Aber alles mit der Zeit, alles mit der Zeit. Wir hetzen nicht rum, wir können uns auch nicht groß rumhetzen, weil wenn das Ding geupgradet wird, wird es geupgradet, dann geht da ja eh nichts. Ja. Das ist soweit der Plan. Und dann habe ich so langsam keinen Plan mehr für die Farm, weil so langsam habe ich dann die Farm so weit ausgebaut, wie ich sie haben will oder wollte. Wie gesagt, da wächst die Frühlingssaat. Ich habe mir da nicht viel mehr Gedanken drüber gemacht, was ich hier noch alles anbauen will eigentlich. Deswegen, da gehen wir morgen rein. Ja, deswegen, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Stall- und tiertechnisch bin ich dann ziemlich gut gerüstet, glaube ich. Ich hatte die Straußen ja eigentlich auch nicht auf dem Schirm, bis ich dann vor kurzem erst erfahren habe, dass es die gibt. Und dann war das für mich ein ganz klarer Fall, dass ich auf jeden Fall einen Stall für die baue. Ja, sonst hätten wir das mit den Straußen nämlich auch nicht. Das wäre einfach an mir vorbeigeflogen. Aber das sagt einem ja auch keiner. Also, das Spiel sagt es einem ja nicht. Erst wenn man ein Straußenei findet und dann irgendwann checkt, dass man einen Straußenbrutkasten-Bauplan geschenkt bekommt, dann macht es so langsam Klick, dass man merkt, hey, kann man eventuell Strauße halten, aber halt erst dann. Ne? Schön, jetzt habe ich hier natürlich den einen Störleich wieder vercheckt. Zack. Oh. So, jetzt. Ups, der Hund.
Da kläfft wieder ein Hund im Hintergrund. So, da hoffen wir mal, dass der Hund sich wieder eingekriegt hat. Ich habe gerade mal ganz kurz pausiert und gecuttet, damit das nicht alles, muss ja nicht unbedingt volle Karacho im Video drin sein, wie der Hund sich da einabbellt, ne? Verständlich, verständlich. Weiter geht's. Ich habe schon wieder vercheckt, wo ich jetzt dran war, vor lauter Unterbrechung, aber ich glaube, ich war irgendwo dran, wegen irgendwas mit Stardew Valley halt, weil da sind wir ja dran, ne? Ich weiß gerade echt nicht mehr, tut mir leid, Leute. Ja, wie gesagt, Hof ist fertig soweit. Tierstelle muss ich dann halt pipapo ummodellieren mit den Tieren drin, wenn wir soweit sind. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir irgendwo noch Lauch finden heute. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Sonderdinger gibt bei Regen, ob der spawnt oder nicht, oder wie, oder was. Pam hat diese Woche, schon zwei Geschenke bekommen. Dann laufen wir jetzt nach unten. Ach ja, ich hatte vorhin noch im Kopf, wegen... Das muss weg, das stört mich mit der Steinplatte da. Oh Gott. Da war ja auch noch was. Das machen wir aber nachher. Ja, gut. Oder wir machen es jetzt, weil ich habe eh schon was rausgerupft. Oh, ich habe wirklich Qualitätsdünger bekommen. 10 Stück sogar. Krass. Aber meine Knochenfragmente gehen halt wirklich schnell drauf. Übel. Ich habe auch wieder... Ich habe gerade... Irgendwie hat mich der Hund echt aus dem Konzept gebracht. Gerade tut mir echt leid, Leute. Ich wollte eigentlich eine Platte rausnehmen. So. Gut. Das muss ich reparieren. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich dran war, glaube ich. Ach so, nee. Doch, nee. Wenn... Nee, doch, nee. Ja, genau. Wenn Robin fertig ist mit dem letzten Stall-Upgrade, werde ich auf jeden Fall noch zwei Teiche in Auftrag geben. Muss nur gucken, wo ich die hinstelle, ob ich die da reinstelle, weil hier ist schon ziemlich viel Wasser drin. Oder ob wir das Gehege doch noch vergrößern und die dann reinstellen. Ich muss mal genau gucken, wie und was. Irgendwie hätte ich schon Bock, noch zwei Teiche aufzustellen. Und wie gesagt, ich möchte dann auch Lava-Aale da reinpacken eigentlich. Ja, wenn wir schon da sind, gucken wir mal rein, was es hier so Schönes gibt. Dunkle Thron, der wird gekauft. So, passt zu mir. Mhm. Nee, ich will dann Lava-Aale in die Teiche. Wenigstens in die zwei, vielleicht auch in alle, muss ich mir da überlegen. Weil anscheinend bringt das ja mehr Geld, das Laichzeug von denen, wenn man es weiterverarbeitet zu Kaviar, ist es anscheinend um einiges mehr wert wie der normale Kaviar aus Störleich. Deswegen müssen wir gucken. Müssen wir mal schauen, ob wir das so tun werden. Wahrscheinlich schon. Ich werde auf jeden Fall dann mal probieren, wenigstens einen Teich zu füllen, aber das setzt halt auch voraus, dass ich den doofen Lava-Aal fange. Bis jetzt hat es noch nicht geklappt, da werden wir aber auf jeden Fall demnächst auch wieder dran gehen. Heute reicht es wieder nicht, aber wir gehen da wieder dran. Ich glaube, ich verteile heute einfach noch ein bisschen Geschenkle im Städtle. So, wenn wir über den Weg laufen, kriegt Geschenkle. Schön, gell? So machen wir das. Und bei Krobus vielleicht nochmal reingucken. Hätte ich noch Schattenmayo mitnehmen müssen, habe ich mir jetzt mal gemerkt, ne? Krobus mag Schattenmayo. Ja, das war nur ein Test. Ich wollte es nur testen. Ich hätte es mir fast gedacht. Danke dir, das versüßt mir meinen Tag. Wo es kennt, kennt es nicht da. Der denn? Oh, da ist Emily. Stopp. Ah, sie hat schon zwei Geschenke die Woche. Aber Haley nicht wahrscheinlich. Haley ist auf jeden Fall da. Dann gebe ich Haley noch schnell ein Weinchen. Für mich? Danke dir. Bitte, bitte, gute Frau. Lass mal gucken. Herzchen und so. Immer noch null. Schön. Dann muss ich da wahrscheinlich wenig mal beliebte Geschenke auspacken. Oder was ich natürlich auch machen könnte. Ich könnte einfach auf Heike hören. Eine schon etwas länger zuschauende Zuschauerin, die gemeint hat, guck doch einfach jeden Morgen in den Kalender und pack Zeug ein für die Leute, die baldigst
Geburtstag haben oder organisiertes Zeug, was geliebte Geschenke für sie sind und so. Könnte man machen, wenn man mitdenkt. Ich bin jetzt heute auch wieder aus dem Haus geschlurft, ohne zu gucken, was die Leute denn so an Geschenken wollen. Oder wer Geburtstag hat, sagen wir es so. Ich könnte jetzt hier gucken. Ja, Haley hat sogar nach dem Dingsfest Geburtstag. Und Shane hat bald. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Ich will unbedingt wissen, wie es bei Shanes Story weitergeht. Ich will unbedingt blaue Hühner. Weil irgendjemand, ich glaube sogar Sascha, hat geschrieben, dass man bei Shane die blauen Hühner kriegt irgendwann, wenn man den levelt in der Freundschaft. Das will ich auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall blaue Hühner. Habe ich auch nicht gewusst, dass die gibt. Das ist mir auch komplett neu. Ich sag's euch, es gibt immer noch Sachen in dem Spiel, die weiß ich nicht. Und auch viele von euch haben das Zeug schon nicht gewusst. Ich habe schon Kommentare bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich habe auch nicht gewusst, dass es Strauß gibt oder ich habe selber noch nie einen Strauß gehabt. Das ist auch neu für mich. Und ich dachte, ihr, die hier zuguckt, ihr seid entweder die kompletten Neulinge oder Leute, die das Spiel schon länger gespielt haben. Aber dass es jetzt auch wirklich noch Leute gibt, die wirklich auf dem gleichen Stand sind wie ich, die das Spiel so, ich sag mal, halb verreckt kennen, finde ich schon faszinierend. Auf jeden Fall. So. Dann, ach, guck mal an, wieso ist Robin denn hier? Demetrius hat schon zwei Geschenke, Robin auch. Zu Maru kann ich nicht ins Zimmer, oder? Nö. Naja, halb so wild. Ich habe gut Leute beschenkt auf jeden Fall und das werden wir jetzt auch noch schnell tun, weil lauchtechnisch haben wir jetzt nicht viel gefunden. Aber wir gehen jetzt noch in die Kneipe. Oh Gott, ich sehe gerade meine Kamera. Ach Mann. Das musste ja mal wieder sein, ne? Es tut mir sehr leid, Leute. Ich hoffe, das fängt sich gleich wieder. Aha. Wir haben wieder eins Bild. Ach, die liebe Technik, Leute. Ich sag's euch. Nervig ist das. Nervig, nervig. Ich habe keine Ahnung, seit wann die jetzt wieder einen Hänger hatte. Ich weiß, ihr habt mir geschrieben, es ist nicht schlimm, aber mich persönlich nervt's, weil das passiert immer genau dann, wenn ich mal wieder nicht immer den Kontrollblick mache, so rüber, um zu gucken, ob sie noch läuft. Genau dann passiert's. Immer genau dann. Sonst, wenn ich hier hocke und die ganze Zeit so mache, bis ich doof in der Birne werde, dann passiert nichts. Dann passiert natürlich nichts. Muss sein. Danke, das ist großartig. Nee, nicht trinken, schenken. Das ist ein lustiges Geschenk, danke. Oh, so, seid ihr alle schon aus der Kneipe raus, oder was? Ah, das sind noch Leute auf jeden Fall. Das sieht großartig aus, vielen Dank. Ups. Das ist für mich, das mag ich am allerliebsten. Kannst du etwa Gedanken lesen? Ja, klar kann ich das. So, du kriegst auch noch was. Oh nee, Shane hat schon zwei Geschenke. Ich glaube, Emily, Gus und Pam auch schon. Wir testen es aber trotzdem. Ja gut, Emily hatte ich ja vorhin auf der Straße schon, stimmt. Ja, gut, das hätten wir auch erledigt. Haben wir hier auch mal alle beschenkt, mal wieder ein bisschen. Da müsste ja eigentlich jetzt der Harvey bald mal hier hochspringen, wenn das geliebte Geschenke von ihm sind. Hoffe ich. Gut, dann lasst mich mal überlegen, was könnten wir jetzt noch machen, Geschenke technisch. Nicht viel, weil die Häuser gleich wieder zumachen. Die Leute gehen gleich wieder ins Bett. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwas reinschmeiße. Nee, dann gehen wir jetzt nach Hause. Stopp. Ach, ist das wieder ärgerlich mit der Kamera. Ich sag's euch, Mensch. Echt. Nervige Sache. Mensch, Mensch, Mensch. Da werde ich aggressiv, ich sag's euch. Da ziehe ich dann ganz komische Grimassen. Wie rotiere ich jetzt nochmal Dinge? Ich hab's wieder vergessen. Ah ja, guck an.
So, dann werden wir hier jetzt mal ein bisschen dekorieren, dass das nach Esstisch aussieht. Wenigstens ein bisschen. Dann gehen wir mal gucken, was wir noch alles verticken können hier. Die Frühlingszwiebeln und die CD schmeiße ich auch mal weg. Die gemischte Saat, da habe ich auch noch genug. Das Zeug werde ich mal irgendwo behalten müssen. Also ich hätte es auch nicht gedacht, dass ich das auf Baumdünger rauskriege oder dass ich so viel Zeug auf einmal rauskriege. Das ist schon krass. So, da passt natürlich nichts mehr, das ist schön. Dann packen wir das Zeug da rein. In den Qualitätsdünger, vielleicht ins Gewächshaus. Obwohl, geht ja gar nicht. Bringt eigentlich gar nichts, das Zeug da baut sich ja eh nicht ab. Achso, ich weiß, was ich mal noch machen wollte. Da gehen wir jetzt noch schnell ein bisschen dran, solange wir noch ein bisschen Licht haben. Mal überall gucken wegen dem blöden Unkraut hier, bevor mir das wieder alles zerhagelt. Ich glaube, hier wo Bäume stehen, ist das alles gar kein Problem. Ich glaube, die Bäume an sich machen nichts kaputt, das ist nur das Gras. Ja, jetzt wo überall Bäume stehen, kann da ja fast kein Gras mehr wachsen, ne? Also kein Unkrautgras, das normale Grasgras stört ja nicht. Ja, gut. Gut, dann müssen wir jetzt noch hier in den Schuppen. Da ist natürlich das Holz wieder fertig und da... Oh, ho, 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 ho. Ich brauche dringend Knochenfragmente, ich sag's euch. Wieso habt ihr mich nicht früher auf die Idee gebracht, Mensch? Leute, warum? Schämt ihr euch nicht, dass ihr mir das jetzt erst verratet? Nein, war natürlich ein Spaß. Ich hab's nicht gewusst, sonst hätte ich schon früher mal das Zeug aufgestellt wahrscheinlich. Schon krass, also dann brauche ich mir echt keine Sorgen zu machen wegen Angeln etc. pp, ne? Obwohl ich hier schon einiges an Fisch habe, um Dünger zu machen. Das könnten wir eigentlich auch noch schnell machen. Das habe ich hier eh alles für Dünger behalten. Sogar der einen Stör. Habe ich den für einen... Naja, ist ja relativ wurscht, ob ich den jetzt behalten hätte für... helft mir. Für einen Teich. So, jetzt habe ich es. Also heute bin ich wieder extrem verpeilt. Es tut mir sehr leid. Heute ist wieder nicht so gut. So, zack. Das noch da rein. Das Geschwindwachs packe ich jetzt auch mal dazu. Das habe ich ja eigentlich in einer anderen Kiste. Nehmen wir das raus und lassen wir das drin. Ich glaube, ich nehme das ganze Zeug hier raus und packe es in die Kiste rein. Ja, ist wahrscheinlich am besten. Und die Ananas dann in die Kiste noch. Schön, das ist glaube ich besser. So wird's gemacht. Schön. Das haben wir bei den Tieren, waren wir. Ich wollte noch gucken in den Silos, wie viel Heu ich denn habe. Ich kann ja eigentlich auch mit dem Pferd reinreiten. Ich weiß nicht, warum ich das immer wieder vercheck. Ich habe 360 von 1200, aber es ist halt Frühling. Die Tiere sind nur bei Regen im Stall. Von dem her müsste mir das schon noch eine Zeit lang reichen, das Zeug. Ich glaube, ich habe heute auch gar nicht meinen Strauß gestreichelt und ich war auch gar nicht im Straußenstall. Der wird wahrscheinlich kein Ei gelegt haben. Wenn nicht, ich habe einen Autogreifer drin stehen. Wir hüpfen jetzt aber ins Bettchen, hätte ich gesagt. Gute Nacht an der Stelle. Dann ist morgen die große Feier. Da werden wir dann auf jeden Fall bei den Erdbeeren böse zugreifen und Erdbeeren anpflanzen, das sage ich euch. Das wird heftig. Ich glaube, die nächste Folge ist nur Eierfest und Erdbeeren pflanzen. Zu was anderem werden wir da wahrscheinlich nicht kommen. Das Pfirsich-Gelee hat auch wieder böse Geld reingespült. So, Tag 13. Dann kommt heute mal wieder der Eiermann. Beziehungsweise nicht heute, weil, wie ihr wisst, die Folgen sind kürzer. Deswegen sind wir jetzt auch raus. Ich muss gerade nochmal checken, ob der Blumenkohl wirklich ausgewachsen ist. Wir müssen eigentlich auch die Chulimos gleich anfangen zu ernten, ne? Da kommen sie schon angestürmt. Guckt euch das an. Oh, ich stehe im Weg, dann wird das nichts. Der andere hat gewunken. Ja, cool, auf jeden Fall. So, ich bin jetzt aber raus. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank für euren Support, so wie immer. Ihr seid megamäßig geile Menschen. Wir hören uns im nächsten Stardew Valley Video oder in einem anderen Video, wenn ihr den Kanal mal auschecken wollt vielleicht. Ne? Ist natürlich alles freiwillig. Tut mir auch wieder sehr leid, dass die Kamera gespackt hat. Ich hoffe nicht allzu lang. Weiß ich jetzt nicht genau.
wie lange ich dann nicht rüber geguckt habe, aber wie ihr auch schon gesagt habt, die Technik, da kannst du nichts machen, die versagt halt manchmal. Ne? Ich weiß, ihr habt gesagt, es ist nicht schlimm, es stört mich trotzdem. Ihr seid einfach geile Menschen, deswegen stört euch sowas auch nicht. Habt eine geile Zeit, ich bin raus. Ciao, ciao.